Ich würde Sie jetzt ganz gern mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise, 20 Jahre, und wir werden am Ende sehen, wir bewegen uns dann noch auf das Jahr 2030 zu, mit so ein paar Zukunftsaussichten, wie das denn sein könnte dann bei uns. Ich werde Sie so ein bisschen vorbereiten, wie der Verein so sich entwickelt hat und was aus ihm geworden ist und was wir noch eigentlich wollen. Also erstmal, wer sind die Vorstände? Und wenn Sie sich das angucken, dann war das am Ende tatsächlich der Edwin Scholz, der 13 Jahre lang die Geschicke dieses Vereins geführt hat und auch Gründungsmitglied natürlich ist. Dann ist das Ilja Michels, der hier leider nicht dabei sein kann, und Marion Peters. Und wenn ich das richtig getroffen habe, ist der Mann rechts neben John Lennon tatsächlich unser Edwin, der tatsächlich dann in den Folgejahren sozusagen die an der Spitze stand und die Dinge verändert haben. Wenn Sie sehen, über die Zeit haben sich tatsächlich wenig Bewegung da drin. Dann kam Ingeborg Strusemann, die dann ebenfalls fast 10 Jahre lang den Verein geführt hat, mit verschiedenen stellvertretenden Vorsitzenden. Annabella Diaz konnte leider aufgrund einer Erkrankung heute auch nicht dabei sein. Joachim Sieler, Joachim Eul, die sind dabei. Und das ist das heutige Team, was seit 2008 sozusagen die Geschicke versucht ein bisschen zu lenken. Die Geschäftsführerin, das war im Wesentlichen Michaela Blumenthal ganz am Anfang, die Pionierin Carmen Wolf, Gary Kasper, der auch sehr lange dafür gesorgt hat, dass dieser Verband sich formell und administrativ in jeder Hinsicht entwickelt. Und da hat sich ein kleiner Zahndreher reingedreht, sehe ich gerade. Auf jeden Fall ist es Christine Kluge-Haberkorn, ohne die unsere jetzige Arbeit wirklich nicht vorstellbar wäre. Also seit 10 Jahren ist sie die unermüdliche Kämpferin und Arbeiterin im Hintergrund und auch manchmal im Vordergrund. Aber ohne die würden wir nicht so erfolgreich sein, wie wir heute sind. Und deswegen möchten wir ganz besonders im Namen des Vorstands ihr einen kleinen Blumenstrauß überreichen. Bitte. Sie holt sich ihre Blumen noch selber. Ich weiß, wie gerne du sowas hast. Natürlich ist die Einschätzung meiner Lebensdauer erheblich, aber zu erheblich. Also das Haltbarkeitsdatum, okay, da reden wir dann noch drüber. Und manchmal Akzept, da werden wir manchmal etwas überschätzt. Also wir werden in der Regel so angeredet, liebes Akzept-Team, man stellt sich vor, so mehrere Abteilungen, 100 Leute, die Dinge verschicken. Und aber manchmal sind wir auch als Bundesamt, ja? Also das sind die Blüten, die mir Christine rausgesucht hat, oder Bundesagentur für Drogen, das wären wir gerne, aber leider ist es noch nicht so weit. Oder ganz zackige, knallige Bestellungen, Substitutionsausweise zu sofortigen Lieferungskerne, gewinnen bei Fuß. Und ja, wir haben uns eigentlich auch sehr föderal entwickelt über die Jahre, allerdings hat das etwas abgenommen. Aus den vielen Landesverbänden ist eigentlich nur noch Nordrhein-Westfalen übrig geblieben. Tübingen ist nicht wirklich ein Land. Gibt es aber eine städtische Akzeptgruppe, die immer noch am Leben ist. Joachim Sieler sei Dank. Aber NRW ist ein wieder aufgeblühter, junger, tatkräftiger Landesverband. Auch wenn die Vorstandsmitglieder auch alle im 5. bis 6. Lebensjahrzehnt sich mittlerweile bewegen, aber auf jeden Fall ist da ganz viel Kraft spürbar, das haben wir durchaus vernommen, und wir wünschen euch auch alles Gute in dieser neuen Zusammensetzung. So. Wir hatten auch viele wissenschaftliche Beiräte, da haben die noch, und haben auch Fachbeiräte, die einzelne Bereiche bearbeiten, mal mehr, mal weniger gut, aber wir reden dann über das Gute heute Abend, und da waren es tatsächlich sehr, waren es viele Leute, die kann ich namentlich gar nicht alle nennen, die einzelne Bereiche für sich und für uns sehr erschöpfend und sehr gut bearbeitet haben. Und das alles ehrenamtlich. Also in diesem Verein gibt es so gut wie keine großen Zahlungen, Überweisungen, sondern es ist sehr viel ehrenamtliches Engagement da drin, auch gerade deshalb mein Dank, Edwin, nochmal an die Vorstände, auch Christine, also für diese große Arbeit, die ihr hier für den Verein geleistet habt. Wenn ich zurückgehe, ja.
wenn ich zurückdenke, tatsächlich an diesen Sonnabendnachmittag da, wie gesagt, am Weserdeich, dann waren es eigentlich die Situation, die großen Kämpfe, die eigentlich schon in den 80ern stattgefunden haben. Also wenn wir die 80er nehmen, dann hat sich als Reaktion, als flexible Antwort auf das, was HIV als Krise dargestellt hat, doch sehr viele mutige Vereine sich entwickelt, die haben sich gegründet und die haben auch Tabus berührt, ganz wesentlich lange, bevor dann irgendwann die rechtliche Absicherung kam. Also ich denke an die Spritzenvergabe, die Straflosstellung kam erst 1992 ins Betäubungsmittelgesetz, aber seit 1983 oder 84 wurde Spritzentausch gemacht. Konsumräume gab es längst, bevor es die rechtliche Regelung dafür im BDNG gab. Auch mit vielen anderen kleinen Dingen war es so. Da haben viele Einrichtungen Pioniergeist bewiesen und waren sehr innovativ und haben auch in der rechtlichen Grauzone gearbeitet. Ja? Also wenn man das heute, meinen Sozialarbeitsstudierenden vermitteln möchte, dann fragen die mich, hallo, was für eine Grauzone? Die gibt es da gar nicht, Stöber. Und muss man wirklich wie auf eine Schar kranker Pferde einreden, dass es die sehr wohl gibt und dass Sozialarbeit immer politisch ist und immer sich auf ihre Grenzen und Begrenzung versichern muss und diese nur dann kann sie sozusagen auch in Zeiten unsinniger Begrenzungen eine bedarfsgerechte soziale Arbeit leisten. Aber das waren die wesentlichen Themen, mit denen sich diese Pioniervereine in den 80ern beschäftigt haben. Ich will die ganzen Heck- und Kindermänner nicht aufzählen, das lassen wir für heute Abend, aber es war eben die Eindimensionalität, die Bob gerade beschrieben hatte, Hilfen, die Zurichtung einer breiten sozialen Hilfemöglichkeit auf ein einziges kleines Ziel, von dem wir alle wussten, es liegt für die meisten Menschen ganz weit in der Zukunft, es ist ein hehres Ziel, es ist unser Ziel, es ist ein moralisches Ziel, es ist das Ziel, was alle Menschen, die ganze Gesellschaft, wie die erste Hilfe am Unfallort erwartet hat von diesen Menschen und die das in ihr Selbstbild aufgenommen hatten und die dann in unser Kontaktleben kamen und sagten, ja, ich will ja eigentlich, bin ich zum Entzug angemeldet und will auch in Therapie, aber könnte ich jetzt ein paar Spritzen haben? Und es hat Jahre gedauert, bis wir dieses Missverständnis aufgelöst haben. Und es war das Leidensdrucktheorem, von dem Bob gerade auch gesagt hat, wir können wie im Iran die Menschen hängen, wir können sie öffentlich hängen. 400 Menschen sind im Iran im letzten Jahr gehängt worden für Drogendelikte. Das wird Menschen nicht davon abhalten, ihr Glück zu versuchen, aus Afghanistan, aus der 1200 Kilometer langen Grenze mit Afghanistan, auch mehr als ein Pfund Heroin zu schmuggeln und damit alle möglichen Menschen zu versorgen oder das kleine geschäftliche Glück zu suchen. Das wird es nicht bringen. Und auch die unselige Koalition der Sozialarbeit oder Psychologie und der ganzen Hilfe mit der Polizei und der Strafverfolgung wird nicht dazu beitragen, dass mehr Menschen einen Abstinenzwunsch entwickeln oder verspüren werden. Etwas, was mir sehr zu schaffen gemacht hat, das waren diese Omnipotenzfantasien der Sozialarbeiter. Also diese Gehirnwäsche-Magie, an die sie alle geglaubt haben. Und man müsse eben nur die Menschen mit den entscheidenden Anthroposophenhänden behandeln. Dann würde alles schon gut gehen. Bisher war alles vergebene Liebesmühe. Und es waren diese verdammten Therapieketten, von denen die Menschen, die Patienten, aber eben die Professionellen doch sehr überzeugt waren. Und summa summarum und unter dem Strich waren die wesentlichen Blockadeure nicht die großen Politiker, die kriegten ihre Stichworte immer nur von den Professionellen, sondern es waren tatsächlich diejenigen, die den Patienten diese therapeutischen Ketten angelegt haben und die sich auch in Deutschland besonders lange und vehement und erfolgreich gegen die Einführung anderer evidenzbasierter Therapien gesperrt und gewehrt haben und das so an die Politik weitergegeben. Wenn ich zurückgucke, ich habe so ein Heft hier, hatte Christine mir lieberweise rausgesucht, eine Akzeptanz von 1990, also dieses Organ besteht seit 20 Jahren, sehr interessant. Dann haben wir uns auch als ein Netzwerk verstanden, Ilja Michels hat das so formuliert in einem Editorial dafür, als einen interdisziplinären Zusammenschluss von eben Praktikern und Forschern, Professionellen und Betroffenen, Sozialarbeitern und Medizinern. Und in der Tat ist diese Mischung eine entsprechende Antwort auf dieses
auf dieses biopsychosoziale Geschehen, was wir Sucht nennen und was eben viele Disziplinen braucht und viele Professionen, um anständige und wirksame Antworten geben zu können. Wir haben dann in den 20 Jahren sehr viel publiziert, haben wir heute selber gerade erschrockenerweise festgestellt in unserer Mitgliederversammlung heute Nachmittag. Und tatsächlich sind das die Dinge, die wir dann für die Drogenhilfe wollten. Und die stehen so wie damals auch heute, bedürfnisgerechte, lebensweltnahe Hilfeangebote, zielgruppenspezifisch würde ich heute hinzufügen. Es gibt einige neue Schlagworte, die lassen wir aber heute. Alltagsprobleme, Risiken, risikofixiert. Es sollte uns gehen um Harm Reduction. Heute merken wir, es geht um Harm Reduction auch in Bezug auf ganz andere Drogen. Alkohol, Tabak, das sind Bereiche, in denen dieser schadensminimierende Ansatz, der sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat, völlig zu kurz gekommen ist. Und hier bedarf es dringender Entwicklung. Und insofern werden wir uns thematisch wohl in der nächsten Zeit ein bisschen ausdehnen und in anderen Gebieten arbeiten. Aber ein zentrales Thema war bei uns immer wieder der Verbraucherschutz, heute mit dem Namen des Drug-Checkings und die Betonung der Selbstbestimmung. Und das ist natürlich ein ganz aktuelles Thema. Nämlich wenn wir uns die Auseinandersetzung, Herr Gassmann, erlauben Sie mir den kleinen Zwischenschritt, um einen Konsens in der psychosozialen Betreuung bemühen. Ist es freiwillig in Anspruch zu nehmen oder ist es ein notwendiges Übel oder etwas Verknicktes? Ist es ein Jungteam? Du kriegst nur das, wenn. Dann sind wir tatsächlich, haben wir sehr schwer eine Übersetzung des Wortes Selbstbestimmung zu bekommen. Und da gibt es doch im Menschen- und im Therapiebild anderer Träger doch ganz andere Vorstellungen von dem, was Drogenabhängige heute, 2010, noch können oder noch dürfen. Nämlich selbstbestimmt sich die Therapie ihrer Wahl zu suchen. Das dürfen sie nach Meinung einiger großer Träger auch heute noch nicht. Was wir wollten, war, und das haben wir natürlich mit ganz vielen anderen auch geschafft, neue gesellschaftliche, fachliche Umgangsformen mit Abhängigen zu entwickeln. Und dieser Satz hat irgendwann mal Karriere gemacht, Ende der 80er mal geschrieben, Drogengebraucher haben ein Recht auf menschenwürdige gesundheitliche und soziale Lebensbedingungen. Sie müssen es nicht erst durch abstinentes und angepasstes Verhalten erwerben. Also da drin steckt, leistet keine Versorgungshilfe, das ist vergebene Liebesmühe, das ist Komplizenschaft mit der Sucht, das ist Co-Abhängigkeit. Und das sind Metaphern, die bis heute im Raum rumschwirren, wenn wir uns nach Meinung einiger zu nah an die Bedarfsseite von Patienten begeben, dann wird man diese Bilder schon sehr häufig und sehr schnell vorgesetzt bekommen. Und was wir wollten, zusammen eben auch mit der Deutschen AIDS-Hilfe, die das praktisch exemplarisch gemacht hat mit der Förderung des Verbundes Junkies, Ex-User und Substituierte, das war von Anfang an eine Förderung und ein Einbezug von Selbsthilfe und Selbstorganisation, eine Bemündigung von Menschen, die in Not geraten sind und die nicht über die Ressourcen verfügen, sich entsprechend zu artikulieren. Und die wollten wir in die Lage versetzen, für sich zu sprechen und nicht mehr den Fall zu haben, dass andere über sie als etwas sprechen, sondern sie sind durchaus in der Lage, über sich selbst zu sprechen. Sie sehen das kleine T in Klammern, was wir wollen und was wir wollten, ist natürlich, und da sind wir mit großen Verbänden durchaus einer Meinung, ganz schlicht gesagt steht es in dieser ersten Akzeptanz, wir fordern die Entkriminalisierung von Drogenkonsum. Drogenkonsumenten war wahrscheinlich gemeint. Ja. Keine Juristen, die das geschrieben haben. Keine Juristen, auf keinen Fall. Der Drogenkonsum war nämlich schnell kriminalisiert oder war nie kriminalisiert. Und das war auch nicht weiter ausgeführt. Also wir hatten anfangs nicht so ganz klare Vorstellungen, wie das denn zu gehen hat. Aber zumindest wussten wir, dass der legale Betrieb von Gesundheitsräumen, wie wir sie damals nannten, sein musste. Wir hatten dann so eine denkwürdige Leitlinienkonferenz in Hannover mal gemacht, die sehr ertragreich war und die Leitlinien entwickelt hat, die auch benutzt wurden. Wir wollten die Verschreibungsfähigkeit von Heroin, der BTMG, Paragraph 31 sollte erweitert werden um den durchschnittlichen Wochenbedarf, da sind wir nicht ganz so hingelangt, die Freigabe von Cannabis. Wie genau, haben wir nicht so spezifiziert und wir wollten sehr radikal die Veränderung internationaler Suchtstoffübereinkommen, die sich nicht mehr einmischen sollten, die Regelung, den Besitz kleiner Mengen,
Das wollen wir auch bis heute. Und was wir wurden, ist ein Verband, der sich auf nationaler und auch im europäischen Harm Reduction Network mittlerweile oder diesem European Network on Just and Effective Drug Policy versucht einzumischen, Harm Reduction, gute Drogenhilfe und gute Drogenpolitik zu entwickeln. Wir sind auf Konferenzen präsent, wir veranstalten auch zentrale Konferenzen in Deutschland, Fachtagungen, in denen wir zu brisanten Themen versuchen, Positionen auszuleuchten und einen Austausch herzustellen. Wir entwickeln Fachmaterial, Manuale, fachliche Stellungnahmen zu politischen Veränderungen und werden bei Anhörungen angehört. Wir haben gemerkt, dass wir ganz stark sind mit größeren Bündnissen. Eine Erfolgsgeschichte aus meiner Sicht ist dieses Aktionsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch. Da haben wir es zu einigen gebracht mittlerweile und darauf komme ich gleich noch ein bisschen. Aber wir haben gemerkt, dass die aktive Kooperation, habe ich gerade mit Hans-Günther Meyer-Thompson besprochen, natürlich nur mit großen strategischen Partnern geht. Allein ist man zu klein, um irgendwas Großes zu machen. Das hat uns auch die Cannabis-Kampagne gelehrt. Die Cannabis-Kampagne war so ein Versuch, auch eine Idee des damaligen Vorstands um Edwin herum, eine Bewegung loszutreten, die mit vier Minimalforderungen angetreten war. Ich glaube, einer davon war der Besitz, Handel von bis zu 30 Gramm Cannabis sollte straffrei sein, fast portugiesische Modelle. Und diese Kampagne ist immerhin so weit gekommen, dass wir 10.000 Unterschriften bekommen haben. Ein paar Prominente haben unterschrieben. Der prominenteste war, glaube ich, Wolf Mahn. Wer ist Wolf Mahn? Claudia Roth, genau, nicht Petra, sondern Claudia und auch Herr Trittin. Immerhin haben wir das dem BMG übergeben, aber es hat nicht so sehr gefruchtet, wie wir bis heute sehen können. Auch das Zehnfache hätte es wahrscheinlich nicht gebracht. Zwei Dinge habe ich dabei gelernt. Also einmal haben wir es im Cannabis-Bereich mit sehr viel kleinteilig und kleinorientierten Unterverbänden zu tun, wo jeder dem anderen sozusagen sehr auf die Füße guckt und doch man merkt, dem einen sind wir nicht weit genug gegangen, dem anderen sind wir zu weit gegangen. Also es war doch nicht so einfach, einfach eine Kampagne sozusagen zu lancieren. Aber etwas, was eint, was ein Minimalkonsens darstellt, das war sehr, sehr schwer. Also das war auf jeden Fall die Lektion, verbreitet euch mehr strategische Partner, bevor man loslegt. Gut, also das war das Wesentlichste, was ich daraus gelernt habe. Mit dem anderen wollen wir mal ein bisschen kürzer treten. Das war ein Kongress in Berlin, der zentrale Kongress, Leben mit Drogen. Ich glaube, am Ende wurde dann das Fragezeichen sehr plakativ ausgewechselt gegen ein Ausrufezeichen. Und wir sehen hier den jungen Herrn Scholz, Ilja Michels, Marion Rösch. Monika Rösch, genau. Und? Marion Peters, wunderbar, danke. Auf jeden Fall die zentralen Forderungen, es ging hier nicht um Sex, sondern um Safer Sex. Und Kiffen und ähnliche Dinge, von denen man kein AIDS bekommen wird. Also das waren schon mit Hilfe der deutschen AIDS-Hilfe immer, das muss man sagen, zentrale Geschehnisse, was wir dabei hergestellt haben. So, wenn wir uns die Fachpolitik angucken, dann wollten wir immer und wollen das auch weiter eine kritische Gegenöffentlichkeit herstellen. Das ist vielleicht jetzt noch viel nötiger, als das in vergangener Zeit war, wo wir mal, um es diplomatisch zu sagen, mit den politischen Koordinaten der jetzigen Suchtverwaltung und Drogenverwaltung nicht mehr so ganz und in jeder Phase übereinstimmen, das muss man so sagen. Ganz war das wahrscheinlich nie so, aber es war auf jeden Fall schon mal mehr gemeinsame Schnittfläche da. Und da braucht es eine kritische Öffentlichkeit, vor allem in Zeiten, in denen es keinen Sucht- und Drogenbericht mehr gibt, weil der offenbar auch zu erübrigen ist. Was wir auch wollen, hatte ich schon angedeutet, diese sektorale Ausrichtung der Drogenhilfe überwinden. Also hier nur die Opiat-Fraktion, die Cannabis-Fraktion, die Kokain-Fraktion. Das alles hilft uns nicht weiter. Wir müssen viel globaler denken und uns sozusagen übergeordnete Sucht- und auch suchtunspezifische Zielsetzungen, Themengebiete und Vorgangsweisen überlegen. Was dringend notwendig ist, mit der Parzellierung von Drogenhilfe,
ein gutes Schnittstellenmanagement, das sind nicht mehr die sexy Themen, die sozusagen wie Heroin für alle, wo ist Herr Heimkita, sozusagen die großen Themen in die Öffentlichkeit zerren, sondern das sind die Mühen der Ebene, also die wirklich ganz ruhigen Themen, die wir entwickeln müssen und wo wir gute Antworten finden müssen. Und eben ein Dauerthema, in dem wir uns in den letzten beiden Jahren sehr stark engagiert haben, ein verbesserter Zugang zur Substitution, Durchführung, Qualität, niedrigschwellige Diamorphinvergabe, weg von diesem abschreckenden und hochselektiven Zugang durch das Nadelöhr, PSP-Fachkunde-Curriculum, um eine Qualität in der psychosozialen Betreuung herzustellen. Das alles sind Dinge, die wir wollen. Aktuell arbeiten wir an einem Entwurf mit anderen großen Playern an einer Hepatitis-C-Strategie für Deutschland. Deutschland ist das Land in Europa, eins der wenigen, das diese Strategie nicht hat. Also keine konzertierte Aktion, kein systematischer Plan, wie man mit dieser Herausforderung, die, was die Prävalenz angeht, ein sehr viel größeres Problem darstellt als HIV und AIDS, wie man damit umzugehen hat. Aber nicht auf Kosten einer HIV- und AIDS-Strategie natürlich. Zusammen mit anderen Organisationen, hier vor allem Chill Out, werden wir in Zukunft Drug-Checking-Strategien überlegen. An der Grundkonzeption von Hilfe werden wir arbeiten und die noch viel stärker Partizipation und Integration von Betroffenen und Ehrenamt hier entwickeln. Und letztendlich Drogen übergeordnet soll die akzeptierende Drogenarbeit sein. The war on drugs is lost. Das hat niemand Geringeres gesagt als der US-Verteidigungsminister Robert Gates. Und die Frage ist nur noch, wie bringen wir es noch mehreren bei? Also das ist ja nun schon mal etwas. Aber wenn wir uns das angucken, was Tom Königs gerade beschrieben hat mit dem Weltdrogenkrieg, den wir von dem wir gerade Zeitzeuge sind, dann muss uns das zu denken geben und muss uns stärker darauf uns konzentrieren lassen, dass dieser Drogenkrieg in Mexiko auch unser Krieg ist und der Drogenkrieg in Afghanistan sowieso unser Krieg ist, weil die Produktion unter deutscher Bewachung und Aufsicht stattfinden kann. Dann müssen wir uns dazu verhalten. Hillary Clinton hat sich gerade entschuldigt für diesen Krieg in Mexiko. Allerdings an der falschen Stelle. Sie hat sich nicht entschuldigt dafür, dass die Prohibition diesen Krieg erst lukrativ und führbar macht. Sie hat sich dafür entschuldigt, dass amerikanische Waffen in diesem Krieg benutzt werden. Aber nicht dafür, dass der eigentliche Gewinn, das Lukrative an diesem Krieg, das alles möglich gemacht hat. Seit 2006. Die Presse ist am Boden, die freie Presse in Mexiko zittert vor der Gewalt und dem Terror der Banden und der Gangs. Und letztendlich sollten wir uns zu diesen Hotspots bekennen, die geopolitisch eine ganz wichtige Bedeutung haben und zeigen, was dieser Krieg auch für, welche Relevanz er auch für Deutschland hat. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist das so mit unserem Kriminalisierungserfolg nicht so ganz weit. Das ist zwar 2006, aber das Grüne sind die Gesamtzahl der Rauschgiftdelikte. Das sind die Cannabisfälle, immerhin über 150.000, 160.000. Das sind die Heroinfälle in der polizeilichen Kriminalstatistik. Also die Kriminalisierung verläuft immer noch in Deutschland auf hohem Niveau. Das muss man ganz einfach sehen. Und wenn wir uns das im Detail angucken, dann haben wir fast jeden fünften aus der PKS, der auch verurteilt wird nach dem BDMG. Und das führt eben zu dieser enormen Strafrechtsbelastung immerhin, die wir dann in den Gefängnissen wiederfinden. 15,3% waren 2008 etwa 10.000 Gefangene nur aufgrund des BDMGs inhaftiert. Etwa das Doppelte ist inhaftiert aufgrund anderer Beschaffungsdelikte, wo das BDM-Delikt nicht an erster Stelle gestanden hat. Und die Gefängnisse sind voll von Menschen, die in welcher Art auch immer dort sind, weil sie gegen das BDMG verstoßen haben. Und auch der Drogentod, sowieso in Deutschland auf relativ hohem Niveau, nach Haft, nach Therapie, nach dem Krankenhaus, nach erzwungener Abstinenz eben, ist ein Thema, mit dem wir uns ganz stark beschäftigen werden und müssen in der nächsten Zeit. Und Kerstin Detmar, Fixpunkt,
Die haben Notfalltrainings mit Opiat-Antagonisten entwickelt. Auch das wird etwas sein, was wir in die Breite, in die Behandlung zu überführen haben. Und Drogenkonsumräume eben als Morbiditäts- und Mortalitätsprophylaxe. Von dem Scheitern sind wir absolut überzeugt. Es muss intelligentere Wege, Modelle geben, mit diesen Substanzen umzugehen, die nicht ungefährlich sind, die aber auch nicht in jeder Hinsicht übergefährlich sind, sondern wir müssen zu zivilen Mitteln kommen. Und dafür gibt es eigentlich nur einen Weg, gute Beispiele vorzustellen angesichts dieser dramatischen Suchtverhaltensmaßnahmen des Staates, der eigentlich immer mehr dasselbe macht. Und das Suchtverhalten des Staates könnte man mühelos auf der ICD-10-Skala einordnen. Dann wäre das auf jeden Fall etwas, was die basalen Kriterien für Sucht erfüllen kann. Und was wir ganz oft haben, weil wir keine Facette des Lebens eines Drogenkonsumenten verstehen können, ohne die Kriminalisierungseffekte außer Acht zu lassen. Was wir haben, ist in hohem Maße Opferproduktion statt Opferschutz und das ist Harm Production statt Harm Reduction. Was wir wollen in dieser Rechtspolitik, gute Gegenentwürfe, wir haben mit Gutachten begonnen, wir werden mit dieser Blueprint-Broschüre weitermachen, wir werden Champions identifizieren, wir haben auch damit begonnen, beim letzten Akzeptkongress andere Beispiele vorzustellen, auch in der Menschenrechtsfragen in meiner Stadt, so schlimm das ist, ist tatsächlich Brechmittelvergabe in mehreren Fällen, in ganz vielen Fällen passiert, auch in Hamburg und in beiden Hansestädten sind zwei Menschen getötet worden mit dieser Brechmittelvergabe, eine absolut menschenrechtsverletzende Praxis. Und wir müssen sehr viel stärker die Strafverfolgung beobachten und analysieren. Und die Frage, die unser neues Vorstandsmitglied Urs Köthner reingebracht hat, eben vor Jahren, dass wir gucken müssen, können wir uns diese Drogenpolitik eigentlich noch leisten. Deutschland ist, was das Kosten und Leisten können anbelangt, relativ kostenimmun. Bei uns geht es immer noch nach Politik, nach Glaube und nach Eminenz und nicht nach Evidenz. Es ist wichtig, Zahlen in diese Debatte zu bringen. Und Walter Gerschen und Frau Mostard haben ebenfalls auf dem Akzeptkongress letztes Jahr diese Zahlen vorgestellt, die sie mittlerweile veröffentlicht haben. Etwa 10% der gesamten öffentlichen Ausgaben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung weisen einen Bezug zu illegalen Drogen auf. Ja? Jeder 10. Euro hat mit dem Kontrollversuch, kann man ja nur noch sagen, von illegalen Substanzen zu tun. Und ein Großteil des finanziellen Engagements des Staates fließt eben in die Repression und nicht in die Hilfe, in etwa in dem Verhältnis von 7:3. Und das kostet uns tatsächlich um die 70 Euro pro Einwohner pro Jahr. Und Fazit, und dann kann man noch 20 Folien zeigen, danke, ich habe gelernt. Wir haben es natürlich mit Drogenpolitikproblemen zu tun und wir haben es mit Drogenproblemen zu tun, gar keine Frage. Und die haben sich in einer Art und Weise verquickt, wo wir nicht, zum Teil nicht mehr wissen ganz genau, wo ist eigentlich anzusetzen. Wir haben uns lange Jahre auf gute Drogenhilfe verständigt und haben dieses Drogenpolitikfeld über weite Strecken außen vor gelassen. Aber was wir jetzt beginnen werden zu fragen ist, was ist denn die Evidenz dieser Politik? Ja, gibt es dafür eine Evidenz? Genau die Evidenz, die Politik, Geldgeber und völlig zu Recht von allen Projekten, von allen Maßnahmen von uns einfordern, dass wir diese Evidenz nachweisen. Völlig in Ordnung, aber wir werden anfangen, über die Evidenz dieser teilprohibitiven, selektiven Prohibitionspolitik nachzudenken, die tatsächlich wenig vorzubringen hat an ihren Erfolgen und an ihren positiven Wirkungen. Und vor allen Dingen nicht danach fragt, was sind die Risiken und Nebenwirkungen und den Sucht- und Drogenbericht, solange es ihn gab, war er gut und lesenswert und toll, aber er stellte dann doch eben nur eine sektorale Beschäftigung wiederum vor. Also die ganze Kriminalisierungswucht wurde auch in diesem Bericht ausgeblendet und hatte überhaupt gar keinen Platz. Das Problem ist eben, dass wir immer noch glauben, gesundheitliche Probleme strafrechtlich regeln zu können, statt gesundheitspolitisch. Und alles in allem würde ich sagen, dass wir uns daran gewöhnt haben, eine Parallelwelt zu dulden, mit einem riesigen Drogenmarkt draußen. Und wir tun so, als ob wir das irgendwie in den Griff bekommen könnten oder die Polizei auch nur irgendwie reduzieren könnten.
was sie tut und was sie macht, ist unseres Erachtens, sie verschlimmert die Sache und bringt mehr Menschen in Not, als das nötig wäre. Insofern werden wir uns in Zukunft stärker mit diesen kontrollpolitischen Alternativen beschäftigen. Was ich mir wünschen würde, soweit sind wir aber nicht, dass wir schnellere Reaktionen auf Medienberichte hinbekommen, Kampagnen starten und diesen Transfer Mitgliedsvereine, Bundesverband, Mitgliedsvereine besser hinkriegen, junge Initiativen integrieren. Wir werden ja alle etwas älter und das sollten wir in Zukunft vor allem beherzigen, das Netz strategischer Partner auszubauen, mit denen wir arbeiten werden. Sie sehen unten unsere Partner, Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung, die Deutsche AIDS-Hilfe, YES, CIS, Fixpunkt, die Eltern, ganz wichtig. Also das sind Partner, mit denen wir schon ganz viele erfolgreiche Aktionen durchgeführt haben und die auch in Zukunft uns begleiten werden. Ich hatte schon das European Harm Reduction Network angemerkt und ENCODE. Und jetzt, also wirklich das Fazit, wo stehen wir 2030, was denken Sie? 20 Jahre weiter dürfen wir ja wohl denken. Und gemessen an dem, was wir in 20 Jahren erreicht haben, das soll uns eigentlich Mut machen, große Projekte für die Zukunft zu denken. Also wer hätte 1990 gedacht, dass es Gesundheitsräume gibt, Heroinvergabe, dass 75.000 Menschen in Substitutionsbehandlung sind, das wäre in der Tat nicht erwartbar gewesen. Also ich denke mal, 2030 wird das BTMG abgeschafft werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir so andere, intelligentere Modelle packen werden. Das International Narcotics Control Board löst sich auf. Ja. Produktion, Distribution von Drogen werden privatisiert, gar keine Frage. Wir haben integrierte Drogengesetzgebung mit gefährdungsbezogenen Zugangsbarrieren zu Substanzen, so schwedische Systembolaget-mäßig. Die gibt es dann in den Drogenläden, die sind kontrolliert, lizenziert, wahrscheinlich auch videoüberwacht. Auch keine Frage. Wir werden Drogentests überall haben. Bei der Einschulung, nach Einstellung jährlich und beim Übergang in die Rente zweijährlich. Da sind wir ganz generös. Die BZGA startet eine neue Kampagne, keine Nacht ohne Drogen, aber sicher. Ja. Auf jeden Fall. Akzeptanz erscheint in der 374. Ausgabe mit dem Titel Safer Use von Kokain bei über 100-Jährigen. Job Hinsters Bericht. Und außerdem ganz starkes Titelthema Helmut Schmidt, ich rauche gern, und zwar weiter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ich freue mich auf die nächsten Punkte. Vielen Dank.